neben der Verlängerung der Tarifverträge, Altersteilzeit, Beschäftigungssicherung, Werkverträge, fordern wir 6% mehr Lohn für alle Beschäftigten, für die Auszubildenden eine überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütung, weil Stahl-Azubis nicht weniger wert sind als die Auszubildenden der Metall- und Elektroindustrie. Wir fordern 1.800 Euro Urlaubsgeld, die wir auch in Freizeit umwandeln können, weil wir durch die ewige Leistungsverdichtung auch Zeit zur Erholung brauchen. Wir haben in den letzten Jahren besonders viel Plus gemacht. Unser Unternehmen hat mega Gewinne eingefahren. 2017 das sechstbeste Ergebnis, 2018 eines der besten Ergebnisse der Salzgitter AG. Und anstatt das auch bei den Menschen zu honorieren, die hier die Werte erarbeitet haben, nein, da stellt man sich auf stur, möchte eine schwarze Zukunft malen. Und ich glaube, das hat die Leute auf die Palme gebracht. Und das haben die Leute auch heute gezeigt. Hier sind heute ganz viele Metallerinnen und Metaller aus der Deckung gekommen, um den Arbeitgebern ein solches Verhalten die gelbe Karte zu zeigen. Wir bekommen schon immer ganz gute Bahnstreiks hin. Aber heute war wirklich eine super Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen. Ich war sehr beeindruckt. Und ich denke, daran merkt man auch, dass den Kolleginnen und Kollegen die Forderung wirklich wichtig ist. Also einen Warnstreik zu machen, eine erste Warnung auszusprechen und 3000 Menschen zu sehen, die vor allem auch hinter der Jugendforderung stehen, das ist total bewegend, das ist ein Gänsehautmoment. Hier beschweren sich die Arbeitgeber immer wieder, dass wir die Ausbildungsplätze nicht voll bekommen, dass die Leute hier nicht anfangen wollen. Aber auf die Idee zu kommen, einfach den Jugendlichen auch mal ein bisschen mehr Perspektive zu geben und Geld zu zahlen, darauf kommen sie nicht. Wir erwarten, dass gefälligst die letzten 2 super Jahre auch bei den Beschäftigten ankommen. Und wir müssen ja auch nichts erbetteln, sondern wir haben das erarbeitet und wir werden das erkämpfen. Und wenn sie sich bewegen, bewegen wir uns so wie immer. Die Jugend wird nicht nur mit dabei sein, die wird vorne mit dabei sein. Wir haben am 18.02. die nächste Verhandlungsrunde. Wir erwarten dann von den Arbeitgebern, dass sie was auf den Tisch legen, worüber wir verhandeln können. Bei uns steht die ganze Belegschaft hinter der Forderung. Wir sind hier alle versammelt vors Werkstor gegangen. Wir mussten schon bremsen hier in Salzgitter, war ja eigentlich mehr eine größere Aktion. Ich sage nur 24-Stunden-Streik, bei vielen schon in den Köpfen drin war. Wir mussten erst mal ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, deswegen auch nur die gelbe Karte, damit sie doch mal die Chance bekommen, über ihr Verhalten nachzudenken. Und die rote Karte, die sitzt ganz locker bei uns, da kann sich der Arbeitgeber sicher sein.